Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Path of Radiance. Ja, neuer Versuch hier in diesem schönen Gebiet, hier in dieser schönen Hafenstadt. Es war jetzt schon ein paar Tage her, das letzte Mal, aber ich weiß, dass der gute Herr hier uns Problemchen gemacht hatte. Und die kleine Bürgerwehr hier, die nicht sterben darf. Ja, genau. Ja, und ich habe mir jetzt vor allen Dingen, was das hier angeht, meinen anderen Kollegen hier geholt. Ich weiß gar nicht, ach ja, genau, wir hatten ja tatsächlich unseren Dieb mit, aber ich habe tatsächlich ihn hier mitgenommen, weil, was ich ja hier brauche, ist Defensive. Und die hat er ja. Ja, doch, okay, ja, sehe ich tatsächlich. Gut, die einzige Sache, die ich jetzt natürlich aufpassen muss, er hat natürlich einen Schnitter und mit dem Schnitter natürlich ordentlich Crit. Er wird zwar auch einen Crit überleben, habe ich schon ausgerechnet, aber natürlich, das aus der Nacht kommt. Ja, wird er natürlich ordentlich Damage haben. Natürlich habe ich dann auch noch die Sorge, was mit den dreien hier ist. Ich hoffe, die bleiben hier so stehen, weil wenn die bewegen, wenn die sich bewegen, dann habe ich echt ein bisschen Sorge hier, dass ich das hinbekomme. Ja, aber ich denke mal, wir sollten das schon irgendwie hinkriegen. Ja, denke ich auch. Also das Erste, was ich mache, ist noch dieses Haus hier besuchen. Ich glaube, das hat uns noch gefehlt. Was ist das? Die benutzen die allgemeine Verwirrung zu unserem Vorteil, um unseren Ort auszuplündern. Wir müssen das Stadttor schließen. Vielen Dank für eure Hilfe. Oh, das hätte ich fast vergessen. Bitte nimm das als Dankeschön. Nimm es ruhig. Meisterlanze. Oh, Meisterlanze. Die ist nicht schlecht. Die nehme ich gerne mit. Mehr Crit zu haben für eine Lanze. Vor allen Dingen gerade die perfekte Person hat es sogar eigentlich schon fast. Ja, wobei ich glaube, Titania wird ja auch, wird die wahrscheinlich auch mögen. Vor allem kann sie sie noch nicht benutzen, weil sie noch nicht das Waffenlevel hat. Ja, okay. So, okay. Dann holen wir mal den guten Seahawk hier vorne. Mal sehen, wie das auskommen wird. Und dann muss auf jeden Fall der gute Herr hier noch dran glauben. Aber ich denke, das sollte, denke ich mal, nicht das Problem sein hier mit den Freunden, die wir hier haben. Also es sieht auf jeden Fall besser aufgestellt aus wie das letzte Mal. Ja, das stimmt. Mal gucken, wenn ich vielleicht nicht den Kill habe mit ihm hier, dann ist das auch okay. Aber Moment, der hat noch 17. Ich habe den sogar wohl schon tatsächlich geschwächt mit Titania, das finde ich schick. Ich denke mal, den kriege ich jetzt definitiv sicherer hin. Ich glaube, das Problem war irgendwie, da er auch mit 90 oder so ja gemisst hatte. Stimmt, ja, da war was. Wenn ich richtig erinnere und deswegen hat das da nicht geklappt mit dem Kill. Gut, dann würde ich sagen, wir nutzen dann erstmal, gehen wir mal erstmal hier rum und nutzen die Stahllanze. Mal gucken, vielleicht gibt es auch schon Crit, dann ist das natürlich Titanias Level Up, aber nee, kein Crit, okay. Natürlich praktisch, dass der so einen schönen Bogen hat, weil damit kann man den schön aus dem Nahkampf angreifen. Okay, noch 8. Ich glaube, du kannst doch auch noch Schaden machen, ne? Naja, nicht gerade viel. Ey, aber das sind Erfahrungspunkte. Ja gut, aber ich glaube, wie war das mit dir? Dahin. 4. Boah. Na gut, mal gucken, ob ich die 4, ne, ob ich auf die 4 komme. Na gut, wenn alle Erfahrungspunkte kriegen, ist das ja auch nicht so schlecht. Sehe ich auch so. Ich habe übrigens noch ein paar interessante Sachen erfahren, dann da, wie ich eigentlich vielleicht an manchen Stellen noch mehr Erfahrung hätte bekommen können. Okay. Es gab ja schon das ein oder andere. Okay, das Level-Up finde ich übrigens sehr nice. Das geht gut los, ja. Es gab ja so ein gewisses Kapitel, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo wir ja die gute Dame bekommen haben. Wo wir uns verteidigen mussten gegen eine ganze Schar von Leuten, von allen drei Seiten, die ja da kamen. Ja. Ich habe gehört, wenn man welche nicht dabei nimmt, also wenn man solche Plätze leer lässt, kriegt man für diese leeren Plätze nochmal weitere Punkte, Bonus-Erfahrungspunkte. Und woher soll man sowas wissen? Ja, erstmal das und ich meine, dieses Gefecht fand ich schon so krass, das war ja auch, na gut, wahrscheinlich wurde es natürlich für mich etwas einfacher, da er ja hier mit seiner Mega-Axt abgegangen ist, aber ich glaube, hätte ich nicht alle mitgenommen, ich glaube, das wäre ganz schön gefährlich geworden, glaube ich. Er wäre einfach Level 20 jetzt oder so. Ja, das stimmt, das ist schon interessant. Und ich glaube auch, das ist interessant, dass ich das schon richtig gemacht habe. Es gab ja auch diese Gefechte, wo wir immer mit denen fliehen mussten.
Also, wo ich ja erst tatsächlich immer mit jemand anderem und dann zum Schluss erst mit Ike weggegangen bin. Tatsächlich war das richtig, weil dann kriegt man mehr von diesen Bonus-Erfahrungspunkten, als wenn man direkt mit Ike auf das Zielfeld geht, sozusagen. Ja gut, das ist natürlich gut, ja. Ja. Okay, mal sehen. Mal sehen, ob Lysith, oder halt Illyana, jetzt fange ich schon sie an, Lysithia zu nennen. Obwohl sie ja nur ihre Waffe hat. Auch mal gucken, ob sie ihn schon grillt. Musste sich erst nochmal sammeln, aber nee, das tut sie nicht. Na naja, gut, dann kriegt wieder unser fleißig Erfahrungspunkte sammelnder Bogenschütze. Ja. Wieder die Punkte. Solange ich jetzt missen tue, dass irgendeine Gruppe 100%. Ja, also wenn er das mit 100 diesmal hinkriegt, dann Hut ab. Der kann auch tot bleiben. Ja. So, die Schuld der Fehleinschätzung liegt allein bei uns. Das ist eine Schande. Eure Exzellenz, ich überlasse den Rest euch. Aha. Er schläft auf sein Pferd ein. Ja, genau. Was soll sich sein Pferd denken? So, ja, okay, der Pilz jetzt auf mich, was soll der denn? Denkt sich auch noch so, bin ich hier gelandet. Okay, Stärke, immerhin. Und Meistersiegel, cool. Gut, es gab natürlich schon definitiv bessere Level-Ups, das würde ich auch sagen, aber immerhin, immerhin Stärke. Stärke ist ja mit das Wichtigste, würde ich fast schon sagen. Ja. Bumm. Schön näher dran und nochmal ein Feld weiter ran. Bumm. Effizienz, die hier zum Tragen kommt. So, letzte, du musst hier bleiben in der Nähe für Seahawk. Ja, und ich lasse die zwei auch mal hier stehen, damit sie für den Fall retten können. Falls die drei hier sich jetzt doch meinen zu bewegen, weil ich glaube, die drei möchte ich vielleicht eher weniger begegnen. Die sehen mir halt scary aus. Ja, das glaube ich tatsächlich. Und der sieht mir auch scary aus. So viele Männer und doch haben sie Schwierigkeiten. Habe ich mich verrechnet? Nee, das passt schon so. Ah, er ist es. Ich hoffe, der bewegt sich jetzt nicht, sonst habe ich, glaube ich, ein Problem. Oh, oh. Ich will dir nichts Schlechtes, aber ich muss. Ich habe Gründe, die mich kämpfen lassen. Ja gut, vor dir habe ich weniger. Ja. Mhm. Ja, okay. Das war Adept, ne? Die Fähigkeit. Ja. Okay, also wenn ich ehrlich bin, eigentlich will ich Brom eh nicht einsetzen, von dem her. Er hat das getan, was er sollte, er hat ihn vorgeholt. Ja, okay. Ich glaube, das war echt Adept, aber das ist krass. Also der wurde erst sozusagen dreifacher Angriff und dann noch einen Crit dabei. Das ist natürlich schon heftig, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, gut, es war halt RNG in dem Falle. Ja, naja, gut. Oh oh. Okay, ich habe das Gefühl, ich darf das neu starten, das Kapitel. Alter, hey, ist das... Also jetzt mal ohne Spaß, das finde ich jetzt halt frech eigentlich, weil du kannst es ja nicht predikten, dass ja, der eigentlich schon, das ist böse, ey. Der kommt in der Runde und darf sich auch direkt bewegen hier. Das hatten wir schon mal bei Three Houses, dass sich so Verstärkung bewegt. Aber die waren ja noch schwach, im Gegensatz ja. Zu ihm. Er hat 60 KP, darf mich aus der Ferne angreifen. Also da tut's mir, also da muss ich echt sagen, das ist kein gutes Spieldesign. Also du stehst halt da und ich stell dir mal vor, du spielst ohne Safe State und spielst es blind. Dann bewegt er sich dahin, so du kannst halt nichts dagegen machen und du weißt, denn der Tor stirbt jetzt einfach, wenn er jetzt nicht aus irgendeinem Grund missen sollte. Ja, also wäre ein Wunder, wenn Oscar jetzt nicht ins Gras beißen wird. Also das macht halt keinen Sinn. Beweg dich. Jemand wie du kann mich nicht aufhalten. Bumm. Sorry. Okay, das sieht mir nach einem weiteren Restart aus. Macht halt absolut keinen Sinn. Okay, dann sollte ich vielleicht echt gucken, dass ich so schnell wie es geht zu diesem Feld komme. Aber der kam doch erst raus, nachdem du den anderen da gekillt hast.
Das könnte vielleicht sein, aber ja, doch, stimmt, das könnte vielleicht sein. Vielleicht versuche ich mal, den erstmal noch am Leben zu lassen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich weiß, ich bin jetzt richtig böse hier. Wenn ich hier kurz finde, was ich hier erledigen muss auf meiner Dingens hier. Auf deinen Delfin. Ja. Hust, hust. So, das muss ich hier machen. Oh lol, wir sind wieder am Anfang. Wie konnte das denn Ja. passieren? Das ist alles meine Videoeditierungskunst, die ich hier verwendet habe. Hust, hust. Das Problem ist halt aber so im Nachhinein. Ich meine, du stehst halt im Endeffekt bei dem anderen Typen jetzt einfach davor. Und was machst du dann? Ich habe eine Idee, wie ich das jetzt mache. Auf jeden Fall wird Titania jetzt die ganzen Freunde machen. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich halt diesen ganzen Bereich hier meide. Also, natürlich ist jetzt die Frage, was der gute Brom jetzt macht, ob er vielleicht diesmal überlebt. So, und die zwei hauen ab natürlich. Die gehen auch hier in die Richtung. Und den Boss, den werde ich jetzt sowieso erstmal hier einkesseln. Genau, du gehst. Ach, ich muss auch dahin gehen. Okay, da muss ich vielleicht doch erstmal Titania hier hinschicken, weil sonst greift er mich noch an. Wenn die sich denn bewegen, bis dahin sogar. In mehr Felder, wie mir lieb war. Wobei, ich kann ja noch stoßen. Aber gut, bei wem wird sich das lohnen? Denke ich an sich ja nur bei Nefine, glaube ich. Wir hatten Verteidigung. Du hast 9, du hast 9, du hast 5. Du hast auch 9, okay. Könnte ich ja fast sogar sagen, ich schicke Rolf dahin. Ich glaube, das ist auch nur ein Ritter, ne? Ja. Ja, ich glaube, der obere, der kommt da nicht hin, ne? Ne, der kommt da nicht hin, okay. Was hast du? Du hast eine Stahllanze. Angriff 20, ja, okay. Das würde sogar Rolf tatsächlich aushalten. Bogenschütze, der einen Reiter aushalten kann, das will auch was heißen. Aber gut, ich kann ihn ja trotz. Ah, lieber nicht. Er weiß, ob Titania nicht doch krittet. Ja. Ich So. wollte das sagen. So, und du dahin. So, jetzt kann der nur noch. Ach so, du hast ein Schwert. Ups. Das ist auch ein Schwert, was der hat. Oh Gott, ich sehe schon, das Kapitel wird mich mal wieder beschäftigen hier. nee, ey. Kann nur schief gehen. Das Kapitel wird mich schon wieder beschäftigen hier, so wie ich das sehe. Okay, wir machen nochmal. Wir starten das nochmal neu. Nutzt doch mal meine krasse Videoeditierungskunst. meine Güte. Okay. Wie viel Schaden würdest du denn kriegen mit dem Lagusbrecher? Ah, 9. Der macht sogar ordentlich Schaden damit. Also eigentlich muss ich den schon fast besiegen, langsam habe ich so das Gefühl. Ja. Also gut, Aber Titania würde den sogar gut ausweichen. Das sind zwar auch nur ein paar Schaden, aber alle anderen sind gefühlt erledigt. das Problem ist halt vor allen Dingen so, das Problem, entweder man killt den jetzt und dann muss man schauen, wo der schwarze Ritter lang geht. Ja, ich habe, glaube ich, keine Beziehungsweise andere Wahl mehr. ja. Also das hätte ich echt nicht vermutet hier, dass das so wild zugeht hier. Das hätte ich echt nicht erwartet hier. Na gut, dann ja. Dann würde ich sagen, musst du unbedingt sterben. Ja komm, dann nutze ich auch Eiks Königsschwert. Ja, wir sind der Anführer. Kennen wir, glaube ich, schon den Text. Dann kriegt noch mal Nefine ihr Level ab. Ja, Eisenlanze. Also dann heißt es gleich beten, würde ich sagen. Kann nur lustig werden. Mal gucken, ob es übrigens das genauso ein gutes Level ab gerade ist. Das war so ein, ja. Immerhin ist es Stärke nochmal geworden, aber. Ja.
Perfekt. So, tschüss Makoya. Und dann, wie gesagt, hoffen, dass ich ordentlich Abstand vom Schwarzen Ritter jetzt habe. Wobei es natürlich noch sein könnte, dass er sogar noch Marcia erwischen kann. Das muss ich nochmal gucken. Ja, und dementsprechend natürlich das Level hat natürlich jetzt nochmal dämlicher. Oh, ich kann sogar noch einen von denen angreifen. Ja gut, die kommen sowieso alle auf mich zu, von dem her. Wobei, der greift wahrscheinlich dann sowieso eher Rolf an, aber soll er ruhig. Soll er das ruhig? So. Ja, wobei, nee, da kann er Marissa nicht angreifen. Sofern er nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ich glaube nicht, dass er sich 9 Felder bewegen kann. Also wenn er sich tatsächlich 9 Felder bewegen kann. Also das würde ich etwas lächerlich finden. Dezent wohlgemerkt. Okay. Okay, Daumen drücken. Ja gut, das habe ich geahnt. Aber gut. Das ist in Ordnung. Bisschen gestochen werden von der Lanze kann man ja so machen. Ja gut, der ist tot. Und zwar doppelt und dreifach ist der tot. Sowas von erledigt ist der, ne? Okay, Siha greift an. Ui, er hat überlebt. Was ich tatsächlich machen könnte. Ja, wobei, ich glaube, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Da komme ich wohl nicht mehr durch. Dann hätte ich gesagt, ich setze jetzt ihn in den Weg. Ach. Ach, wenn keiner in seiner Range ist, dann greift er gar nicht an. Mhm. Interessant. Das weiß ich auch. Ich habe jetzt doch gewartet, damit du sehen kannst, dass der gute Herr sich nur bewegt, wenn jemand in seiner Reichweite ist. Ist das nicht toll? Oh. Ist ja richtig, der richtig nett vom Spiel. Das kannst du ja trotzdem nicht wissen. Ja, naja gut. Immerhin hat auch der gute Brom sogar jetzt die Runde überlebt. Ist das nicht super? Yay. Also gut. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt der Hidden Star oder so. Man weiß es ja nicht. Ich glaube eher weniger, aber... So, ja gut, ist jetzt natürlich nur doof, dass jetzt halt diese nicht ganz so tollen Level-Ups dann dadurch gekommen sind, aber... Naja, was soll's. Dafür werden wir jetzt dieses Kapitel wahrscheinlich schaffen hier. Mit dem bestmöglichsten Ende, was man am wohl erreichen kann. Würde ich sagen. So, du kriegst Heilung. Jeden Fall. Ja, ich muss ja nur noch den Ritter besiegen und dann, glaube ich, mich auf das Feld stellen. Wenn der gute schwarze Ritter sich nicht bewegt, sollte das ja hinhauen. Hoffentlich. Jo. Aber gut, das ist auch so ein tolles Kapitel eigentlich, wo man blind halt ein bisschen problematisch dasteht. Wenn man nicht weiß, was alles hier passiert. Ja. Weil, gut, dass ich hätte es ein bisschen erahnen können, dass der gute Herr hier ja kommt. Das ist ja irgendwie klar. Das wird ja sozusagen... Wow! Ich habe gar nicht geguckt, was der für Stats hat. Ja, alles klar. Der ist ja... Mega OP, der gute alte Schwede. Aber was wollte ich sagen? Ja gut, dass er sicher irgendwann mal kommt, das war irgendwie schon so ein bisschen ersichtlich, aber wo genau, das wurde ja nicht gesagt. Von so einer random Tür einfach. Ja, und dann kann er sich auch direkt bewegen, die Runde, wo er kommt. Das ist auch sehr nett. Oh, okay. Jetzt frage ich, was passiert wäre,
wenn man sich genau auf diesen Platz gestellt hätte? Frage, ich wäre wahrscheinlich irgendein anderes Feld gekommen. Wäre einfach schon einfach durchgegangen, so, ja, egal ob da einer steht. Mhm. So, die einzige Sache ist jetzt, wobei Leth ist nicht verwandelt. Das bedeutet, die würden bei ihr nicht so viel Schaden machen. Du legst mal deinen Schnitter weg. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie auf Brom gehen. Okay, die haben noch viel Spielraum dahin, alles klar. Gut, dann ist es ja schon gleich soweit. Ja, komm, dann ist der Heiler auch weg. Einfach die Lüte. Ja. Und dann sind wir endlich fertig hier mit dem Kapitel. Juhu. Aber wenn das so weitergeht... Ich meine, zum Warmwerden wieder um dieses Spiel zu spielen, ist es ja nicht schlecht. Ja, das stimmt schon. Nur ich bin echt ein bisschen unsicher, wenn das so weitergeht, dass ich ständig Kapitel neu starten muss für sowas. Weiß ich auch nicht, ob das halt so gut ist, aber... Irgendwann will ich dieses Spiel ja mal gespielt haben und deswegen... Ah, ja komm, ihr könnt auch schon mal nach vorne kommen. Langsam haben wir ja doch ein paar Einheiten hier. Ja, gut. Ich denk mal, die machen keinen Schaden bei ihm. Alles andere würde ich jetzt... Ja, okay. Alles andere wäre jetzt auch traurig gewesen. Ja, das stimmt. Kitzeln zum Tod. Mhm. Ach, das ist aber freundlich, ne? Wenn der Herr einfach hier so stehen bleibt. Kannst du wissen. Ja, ach, da komme ich nicht mit ihm hin. Na gut. Darf schon mal jetzt in seiner Richtung laufen, oder? Ja, genau. Ja gut, eigentlich was ich mit den beiden mache, viel können die sowieso nicht mehr hier machen. Das Einzige ist ja nur noch, dass ich den Freund hier jetzt besiegen werde. Schön mit einem lecker Hammer, wie es sich gehört. Der hat auch schon 40 KP. Wow. Der wurde mal richtig in seine Einzelteile zerlegt. Mhm. Glaube ich, irgendwas mit 120, naja, wobei irgendwas mit 80 Schaden oder so, die der jetzt gefressen hat. Ah. Der kann natürlich nicht stoßen, wäre auch zu einfach. Aber du kannst. Du kannst ja sogar mal Pein benutzen. Bumm. So. Sonst da irgendwas hier offen oder so? Ich glaube nicht, ne? Wir haben alles hier geholt. Alle Türen sind zu. Und ich glaube, die Konfro mit dem anderen da möchten wir, glaube ich, weitgehend verhindern, glaube ich. Nee, auf jeden Fall die drei nicht und vor allen Dingen er hier nicht. Das brauchen wir nicht. Und sonst sind alle gerettet. Wir haben Sihag. Also würde ich sagen, ich glaube, nur mit ihm ist das nicht mit so. Aber doch, mit allen. Oder ist das genauso wie... An die ankommen und abschließen. Ja gut, dann Ike. Tschüss und bye bye. War ein nettes Kapitel. Bitte nicht nochmal so. Ja, oh, er setzt sich in Bewegung. Söldner sind sicher an Bord des Schiffes gegangen. Wie sollen wir jetzt weitermachen? Ihr werdet das Schiff nicht am Ablaufen hindern. Das werde ich nicht erlauben. Eins von Gallias Bestien. Oh oh, ich glaube, dass... Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei diesem Treffen irgendwie. Mhm. Ich bin dir schon einmal begegnet. Ja, im Schloss in der Nähe des Meeres der Bäume. Von meinem Standpunkt aus gesehen sind wir uns sogar zweimal begegnet. Oh, ich habe dich gesehen in jener Nacht. Du standest im Licht des Vollmonds. In jener Nacht hast du Grail umgebracht. Haha. Du warst das, der mit dem König der Biester gereist ist, wie? Interessant. Wenn ich jetzt der Stärke seiner Gehelfen gewahr werde, werde ich auf ganz natürliche Art etwas über die wahre Stärke des Königs lernen. Ich hasse es dir, das zu sagen, aber mein König kann nicht mit jemandem wie mir gemessen werden. Er ist überlegen. Umso besser. Also gut, lass uns anfangen. Oh oh. Oh oh.
Ja, okay, er hat den Schlag überlebt. Hut ab. Er hat den Stoß anscheinend überlebt. Warum? Warum bewirken meine Angriffe nichts? Du bist ein beeindruckender Kämpfer. Trotzdem bist du keine Herausforderung für mich. Wie? Hä? Lol. Steh auf. Überlass das mir. Du warst doch bei den Gefangenen. Dieser Ritter wird seine Hand nicht gegen mich erheben. Richtig? Aha. Nun geh. Schnell. Wenn du darauf bestehst, ich werde dir danken. Sobald wir uns wiedersehen. Ich glaube, das wird dann anders ablaufen. Ja, ist aber nur sehr merkwürdig, das Ganze. Man weiß irgendwie langsam gar nicht mehr, wer hier Freund oder Feind ist. Captain Darahan, wir sollten das Schiff verfolgen. Wir sind Freunde der Halbmenschen. Sie sind Freunde der Halbmenschen. Wir können ihnen nicht erlauben zu entkommen. Hab ich gut geschlafen. Der Kampf scheint vorüber zu sein. Formiert euch. Es wird Zeit, dass wir uns zurückziehen. Captain! Hör zu, Jill. Wir sind angewiesen, morgen wieder zu Hause einzutreffen. Wärst du an einem Ort wie diesem verletzt worden, wäre dein Vater mit Sicherheit nicht erfreut. Mein Vater ist der Grund, dass ich nicht mit leeren Händen zurückkehren kann. Ich muss ihm etwas zeigen können. Bitte! Immer mit der Ruhe, Mädchen. Der Schwarze Ritter hat unseren Rückzug befohlen. Willst du ihm ungehorsam sein? Wäre Selbstmord. Genau. Also lasst uns von hier verschwinden. Verdammt! Mein Schwarzer Ritter, ein Schiff hat den Hafen verlassen. Wenn wir uns unser eigenes Schiff klar machen und sofort Segel setzen, könnten wir es noch einholen. Hör zu, General von da ein. Du ziehst dich sofort von hier zurück. Ich werde es dir nicht erlauben, das Schiff zu verfolgen. Wer bist du, so mit mir zu sprechen, du Narr? Weißt du überhaupt, wen du da vor dir hast? Ruf deine Männer zurück. Zusammen. Zieht euch zurück. Aber wir... Werde es nicht noch einmal sagen. Los! Ja, sofort. Interessant. Ja, dieser Sephiram hat einen sehr großen Einfluss auf diesen schwarzen Ritter. Hut ab. Bist du sicher, dass das stimmt? Ja, die beiden hier können uns mehr Details dazu geben. Wir präsentieren die Bevölkerung. Sagst du, ein grünhaariges Mädchen ist an Bord dieses Schiffes gegangen? Ja, sie hatte etwas Adliges in ihrem Verhalten und sie war wunderhübsch. Ihr Name ist Ellen? So ähnlich habe ich sie genannt. Es ist wahr, Prinzessin Elinchia. Das Glück hat sich gewendet. Jeder von uns der Bevölkerung hier kooperiert, so gut wie er es vermag. Wenn ihr das nicht vergessen würdet, glaub mir, ich erkenne eure Loyalität. Nun denn, du da, komm her. Jawohl, Sir, hier bin ich. Schaff mir diese beiden Würmer aus den Augen. Gib den beiden Narren die härteste Arbeit, die du finden kannst. Sie sollen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten. So lange, bis sie sich nicht mehr bewegen können. Verstanden? Jawohl, Sir, verstanden, Sir. Aber das ist... Warum tut ihr? Hör auf zu flennen. Wie soll ich denn sonst Gewürm wie euch belohnen, das dreist genug ist, die eigene Prinzessin an den Feind zu verkaufen? Genießt eure Belohnung, ihr gierigen Memmen. Unsere eigene Prinzessin? Das kann nicht sein. Nein. Uff. Tja. Karma. Ja, kann man wirklich so sagen. Milord Ike, wundervoll. Ich dachte nicht, dass ihr es schaffen würdet. Es tut mir leid, euch Sorgen bereitet zu haben. Oh nein, ich bin froh, euch gesund wiederzusehen. So froh. Es war eine kurze, freudige Aktion. Oh. Mhm. Ich denke nicht, dass mich der Feind bis hierhin verfolgen wird. Ein Kämpfer wie du verwundet? Hat ein Beok dir diese Wunde zugefügt? Master Gifka. Au.
König hat mir aufgetragen, herzukommen, um nach dir zu sehen. Bleib ruhig liegen, beweg dich nicht. Du hast ordentlich etwas abbekommen, aber es scheint nichts gebrochen zu sein. Herr von Daein, gibt es einen, dessen Kraft ist überwältigend? Dich so schnell zu bewegen in dieser Rüstung, ich sag euch, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Jetzt ist der König auch noch gezwungen, euch seinen Schatten zu senden, um nach mir zu sehen. Unsere Minister sind halsstarrig wie immer. Egal, was passieren wird, sie werden einer Allianz mit den Beorg nicht zustimmen. Dagegen kann man nichts machen. Jeder der ältesten Gefolgsleute hat Erinnerungen an die... oh Gott, schwieriges Wort. an die Posteriorität der Lagus. Selbst also ohne Fragen, das sind halt so Wörter, die höre ich zum ersten Mal. Ich auch. Selbst der König. Wäre Prinzessin Lynch ja nicht das Kind von König Ramon. Und jetzt weise, glaube ich nicht, dass er ihr helfen würde. Wahrscheinlich habt ihr recht. Auf jeden Fall ist die Prinzessin mit den anderen nun sicher auf See. Und der Wachhund? Keine Zeichen von Nachlässigkeit, vermute ich. Natürlich nicht. Selbst die Älteren werden hören wollen, was er zu sagen hat. Er ist schließlich besonders. Was meinst du dazu? Prinzessin Lynchia will unter allen Umständen Crimea wieder aufbauen. Hat sie eine Chance? Wer kann das schon sagen? In welche Richtung sich das Rad dreht, hängt von Ike und seinen Leuten ab. Erfolg und Niederlage liegen eng beieinander. Die Truppe, die nichts getan hat, außer zu fliehen, hat die Fäden unserer Zukunft in der Hand? Ein gefährliches Spiel, findest du nicht? Alle Spiele stellen ein Risiko dar, Milord Gifka. Aber es hat man gerade gesehen. Ja, genau. Aber es gibt keine Zweifel, dass da eins nächstes Ziel Gallia sein wird. Wir müssen nach Hause und uns vorbereiten. Oha. Oh, es geht weiter. Oha, da sehen wir sogar den Big Boss persönlich zum ersten Mal. Und der sieht nicht zum der sieht nicht spaßig aus. Ja, eigentlich beide nicht, die wir hier sehen. Die Prinzessin von Crimea, ist sie an Bord des Schiffes nach Benion gegangen? Mit Garweins Söldnern? Ja. Das Hindernis namens Garwein ist tot. Bald wird offengelegt, wo sich das Medaillon befindet. Hat sich unser Maulwurf bereits in die Gruppe eingeschlichen? Es sieht so aus, als wäre er als vollwertiges, vertrauenswürdiges Mitglied anerkannt worden. Es verläuft alles nach Plan. Daher lassen wir sie fahren, wie es ihnen beliebt. Okay. Aber da gibt es noch etwas. Am Hafen habe ich jemanden getroffen, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Wen? Den Premierminister des Imperiums Benion. Was? Stimmt das? Wenn er seine Nase dort hineinsteckt, dürfen wir keinen Fehler machen. Hat er zu verstehen gegeben, dass er unsere Pläne durchschaut hat? Das... ich weiß es nicht. Er wollte, dass ich euch folgende Botschaft übermittle. Übermäßiger Ehrgeiz lädt Desaster ein. Ha! Nonsens! Für uns sind nur die Prinzessin von Crimea und das Medaillon von Bedeutung. Wir müssen einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt warten, um zuzuschlagen. In der Zwischenzeit wünsche ich, dass du dich um die Invasion von Gallia kümmerst. Geh klug vor. Du darfst nicht zulassen, dass Gallia seine ganze Kraft zeigt. Verstanden? Wie ihr wünscht. Wer ist denn wohl der... der ja nicht so geile bei uns in der Truppe. Sorin? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht ist es dieser, aber haben sie eigentlich auch nicht gesprochen. Das ist dieser, der uns dieses Boot zur Verfügung gestellt hat, aber Nasir oder wie er heißt, aber ich glaube jetzt eigentlich auch nicht. Wird sich zeigen im nächsten Kapitel, glaube ich, dann. Also sprich, wir haben im Endeffekt jemanden bei uns, der uns jederzeit verraten könnte. Cool. Ja, wir werden es sehen. Aber ich denke, wir können ja noch wegen Vorbereitung machen. Wir denke ich, starten wir schon mal. Dann können wir im nächsten Part dann direkt mit dem Kapitel starten. Dann machen wir das noch hier mit Story und Vorbereitung hier noch mit rein, würde ich sagen. Oh, wieder Erzählung. Knapp dem Griff der Daein entkommen, sind Grails Söldner froh, den Ozean unter sich zu wissen, als sie Segel setzten. Laut Kapitän Nasir wird die Reise nach Benion ungefähr 2 Monate dauern. Das ist eine lange Reise. Dieser lange Umweg.
Dank des gemäßigten Klimas verläuft die Reise in den Süden reibungslos. Nach der Hälfte der Strecke segelt das Schiff an der Küste entlang nach Osten. Das Schiff befindet sich im Hoheitsgebiet von Pönnissis und Kilvas, den Königreichen der Stämme der Vögel. Okay. Pönnissis und Kilvas. Beide Nationen machen Jagd auf die Schiffe der Menschen, um sie auszurauben. Ihre fliegenden Korsaren sind weit über das Meer hinaus gefürchtet. In der südlichen Region des Kontinents liegt das Reich des Stammes der Drachen, die Monarchie Goldor. Ganz schön interessante Länder. Oha, also kommen auch noch Drachen, na super. Dieses Land lebt seit seiner Gründung vor hunderten von Jahren in Isolation. Die Drachen schützen ihre Kultur, verbergen sie hinter dem Schleier des Mysteriums. Diese Gewässer, die in den Hoheitsgebieten der Lagus liegen, müssen Aig und seine Gefährten nun durchqueren. Das so einfach wird. Und dann noch ein Verräter in den Reihen. Ja, das kann nur lustig werden. Ja. Kapitel 12, fremdes Ufer. Die Frage ist, wie lange dauert es, dass enthüllt wird, wer der Verräter ist. Ja, das ist die Frage. Aig? Was ist los mit dir? Seit wir an Bord gegangen sind, wirkst du niedergeschlagen. Ich bin nur ein bisschen seekrank. Seekrank? Du bist ein schlechter Lügner. Du wirst nicht einmal so krank. Daher wirst du mit Sicherheit auch nicht seekrank. Ehrlich, es ist nichts. Komm schon, erzähl es mir. Du hast in letzter Zeit viel für uns getan. Ich möchte auch mal etwas für dich tun. Gut. Ich erzähl dir, was mich beschäftigt. Das ist der Fall in Toha. Erzähle weiter. Als sie hinaus herausgefunden hatten, dass Ranulf ein Lagus ist, veränderten sich die Leute. Einfach so. Bis zu diesem Zeitpunkt schienen sie alle nett und vernünftig zu sein. Ich hatte keine Ahnung, dass die Vorurteile der Beorg gegenüber den Lagus so tief und so stark sind. Da hat man ja doch schon an Sorin gesehen. So wie der da neulich abgegangen ist. Oh ja. Warum hassen sie sich so sehr? Sind wir wirklich so verschieden? Ranulf und ich? Ich muss gestehen, am Anfang hatte ich auch Angst. Als ich sah, wie sie ihre Gestalt wechselten. Sie können Dinge, die wir Beorg nicht können. Sie sind nicht wie wir. Ah ja, du denkst doch nicht wirklich. Nun ist es anders. Jeder ist so nett. Das liegt daran, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen. Ich habe gesehen, wie sie sind. Ich habe sie kennengelernt. Und dadurch hat sich meine Einstellung geändert. Ich bin in ihrer Nähe nicht mehr ängstlich oder nervös. Aber andere haben nicht diese Chance. Und deshalb haben sie weiterhin Angst. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sind Leute wie ich, die andere akzeptieren, wie sie sind, seltsam. Ich wünschte, mehr wären wie du. Weil doch niemand wirklich kämpfen will, oder? Wünscht sich nicht jeder Frieden? Ich denke, es ist einfach sehr schwer, seine Ängste hinter sich zu lassen. Du hast recht, es ist schwer. Ach so, er. Nassir, warum belauschst du uns? Wie gefällt euch das Leben auf See? Seid ihr gar nicht krank geworden? Uns geht es gut, aber würdest du mir eine Frage beantworten? Warum bist du hier? Warum hast du dich mit den Lagus verbündet? Warum? Wenn man mal von den offensichtlicheren finanziellen Vorteilen absieht... Vermute ich, weil ich einer von ihnen bin. Was? Nein, du bist kein Lagus. Ich sehe keinen Schweif oder sonst etwas an dir. Ich habe mich entschlossen, unter den Beorg zu leben. Daher habe ich gewisse Schritte unternommen, um nicht als Lagus erkannt zu werden. Ich musste Kleidung ändern, meine Essgewohnheiten, viele Dinge habe ich geändert. Wahrscheinlich. Ja, warum hast du das getan? Lagus können in Isolation nicht überleben. Genauso wenig wie die Beorg. Wenn beide Rassen gut leben wollen, müssen sie lernen, zusammenzuarbeiten. Ich habe viele Jahre damit verbracht, einen Weg zu finden, um dies möglich zu machen. Meinst, Lagus und Beorg können zusammenleben? Nach allem, was du gesehen haben musst? Bin beeindruckt. Aig, du wirst es niemals verstehen, wenn du nicht von beiden Perspektiven aus auf das Problem schaust. Wie du schon sagtest, werden die Lagus in der Tat von den Beorg verfolgt. Aber vor langer Zeit waren diese Rollen vertauscht.
doch immer in der Vergangenheit geschehen ist. Es rechtfertigt nicht, was wir heute den Lagus antun. So denkt ein redlicher Mann. Er sieht die Dinge klar und deutlich. Das mag ich. Dennoch ist die Stärke deiner Überzeugung in deiner Jugend begründet und in deinem unschuldigen Wesen. Vertrau meinem Wort. Sie wird noch auf die Probe gestellt. Wenn deine Reise beendet ist, wie wirst du dich wohl verändert haben? Ich bete, dass deine Überzeugung dann nicht deinen Erfahrungen zum Opfer gefallen ist. Dir zu reden ist anstrengend. Eines Tages wirst du es verstehen. Heute habe ich nur die Aufgabe, euch sicher nach Benyon zu bringen. Ranulf hat mir eine hübsche Summe gezahlt. Geld vom König von Gallia selbst. Und ich werde ihn nicht enttäuschen. Wir sind hier auf See in einer völlig unbekannten Umgebung. Daher müssen wir uns auf dich verlassen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Ah, hier ist die Zusammenfassung unseres letzten Kampfes. Ach ja, stimmt, ja. Okay, kein Geld. Aber ich habe sogar Bonuserfahrung gekriegt. Wenn auch nicht gerade mega viel, aber immerhin. Besser wie nichts. Death ist der Held, okay. Wie das jetzt zustande kommt, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich gespielt hatte in meinem neuen Versuch, aber alles klar. Es gibt keine Verluste und niemand erlitt schwere Verletzungen. Wir haben uns hervorragend geschlagen. Das wäre alles für den Moment. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Interessant. Mhm. Interessant. Gut, wir fangen an mit den Gesprächen. Ein Junge, okay. Ah, Ike, schnapp dir den Jungen. Was ist denn hier los? Lol, warte mal, was? Den kenne ich auch, von Heroes. Aber da ist der älter. Ja, das stimmt. Das war's, Junge. Lol. Nasir, was ist das? Ein blinder Passagier. Ich vermute, er ist in Toha an Bord gekommen. Was hast du hier zu suchen? Warum hast du dich an Bord geschlichen? Du willst nicht reden. In dem Fall... Au! Ike, du musst nicht so grob zu ihm sein. Ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, mich auf die Spielchen dieses Bengels einzulassen. Du willst, dass ich dich loslasse? Dann mach deinen Mund auf und rede. Hör auf, ich rede! Interessant, in dem Zeitung werden noch Kinder, ja, okay. Das tut weh. Ich dachte, du brichst in meine Knochen. Nun, wie heißt du? Was machst du hier? Ich heiße South. Ich bin ein Dieb, aber ich bin nicht hier, um etwas zu stehlen. Lol. Schau mich nicht so wütend an. Das mag ich nicht. Er schaut nicht wütend. Ike zieht immer so ein Gesicht. Stör dich nicht an ihm. Erzähl einfach weiter. Ich suche jemanden. Ich hörte, dass dieses Schiff nach Benyon segelt und so bin ich an Bord geklettert. Die Person, die du suchst, befindet sich in Benyon. Das weiß ich nicht. Die Spur verlief sich in Toha und ich wusste nicht, wohin ich sonst noch gehen sollte. Gehört sie zu deiner Familie? Wie? Die Person, die du suchst, gehört sie zu deiner Familie? Ja, wir sind zwar nicht blutsverwandt, aber wir sind definitiv eine Familie. Okay. Ja, komm, ich würde sagen, warum nicht, ne? Ob ich ihn nutze, ist auf einem anderen Blatt, aber... Nein, das ist ja nicht schlecht. Ja. Gut. Nasir, meine Söldner werden auf den Jungen aufpassen. Er wird dich oder deine Mannschaft nicht belästigen. Wenn du das wirklich willst, habe ich nichts dagegen. Bist du sicher? Ich habe Arbeit für dich. Ich hoffe, darauf bist du vorbereitet. Sicher, kein Problem. Ich werde tun, was immer du mir aufträgst. Interessant. Volker? Bin hier. Ah, wo warst du denn? Im Moment, als wir das Schiff betreten haben, warst du verschwunden. Mach dir keine Gedanken. Ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Geht nicht um mich, es geht um meine Schwester. Du hast bisher kein einziges Mal mit uns eingenommen und sie befürchtet, dass du verhungern wirst. Haben wir jemals zusammen gegessen, als wir noch an Land waren? Also gut, hör zu, Land, groß, Schiff, klein, das ist nicht das Gleiche. Ich möchte nicht, dass Alja das ganze Schiff nach dir durchsucht, weil sie dir etwas zu essen bringen will. Also bitte, iss wenigstens eine Mahlzeit mit uns zusammen. Für 100 Gold. Du willst dich dafür bezahlen lassen, weil wir dir etwas zu essen geben wollen? Lol. Das ist mehr, als du für das Öffnen eines Schlosses verlangst. Warum?
Mag große Gruppen nicht. Mach's gut. Ruf mich, wenn du dich dafür entscheiden hast, dass es die Sache wert ist. Vielleicht sollte ich Ali einfach sagen, er sei gestorben. Nein. Der hat ja mal seine Prinzipien. Also so kann man auch Geld verdienen. Mhm. Oh, Mann, nicht schlecht. Sihag, der Neuankömmling. Hast du eine Minute Zeit für mich? Sicher, Commander Ike. Wir beide hatten noch nicht viel Gelegenheit, uns zu unterhalten und ich. Ihr wisst nicht, ob ihr mir vertrauen könnt? Nein, das wollte ich nicht sagen, ich bin nur neugierig. Ich war überrascht, in Toha jemanden zu sehen, der sich auf die Seite der Lagus stellt. Ich bin der Bürgerwehr in Toha nur beigetreten, um Lagus zu retten. Ich komme nicht aus Crimea, aber als ich hörte, dass Crimea sich mit Gallia verbündet hat, hatte ich die Vision einer perfekten Welt vor Augen. Einer Welt, in der die Lagus frei und ohne Unterdrückung leben können. Aber als ich nach Crimea kam, erkannte ich, dass die Dinge dort auch nicht anders als in jeder anderen Nation der Beok liegen. So ging es mir auch. Ich konnte die Probleme einfach nicht länger ignorieren. Es macht mich froh, das zu hören. Von allen Beok, die ich bisher getroffen habe, seid ihr der Einzige, der meine Überzeugung teilt. Ja, gibt es noch einen anderen Grund, warum du die Lagus verteidigst? Ich verstehe euch nicht. Ich wurde in Gallia geboren, das hat man mir jedenfalls erzählt. Ich frage mich, ob du einen ähnlichen Grund hast. Sicher habe ich meine Gründe. Ich möchte euch nicht verärgern, aber ich möchte darüber nicht sprechen. Meine Gründe sind persönlicher Natur. Nein, das ist kein Problem. Ich wollte verstehen, was für eine Art Mann ich vor mir habe, und das habe ich. Darf ich fragen, welche Art das ist? Du bist ein guter Mann. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Und ich bin froh, hier zu sein. Ich habe das Gefühl, endlich Gutes tun zu können, so wie ich es immer wollte. Aha, okay. Und Iliana, die Gute. Vielleicht kann man hier wirklich nutzen. Ja, mal sehen. Oh, sieht gar nicht gut aus. Geht es dir gut? Ich bin seekrank. Als ich mit den Händlern reiste, haben wir manchmal ein Schiff genommen. Und jedes Mal war es dasselbe. Oh, es tut mir leid. Bist du schon lange mit Muston und den anderen unterwegs? Seit ungefähr 4 Jahren. Ich hatte gerade erst mein Zuhause verlassen. War ganz allein und fand keine Arbeit. In meinem Heimatort gab es so viele Leute, auf die ich mich verlassen konnte. Aber als ich den Ort verließ, änderte sich alles. Wenn Muston und seine Gefährten mich nicht am Straßenrand gefunden hätten, wäre ich mit Sicherheit schon tot. Du scheinst ein abenteuerliches Leben zu führen. Das überrascht mich ein bisschen. Das höre ich oft. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass du Schwierigkeiten hattest, eine Arbeit zu finden. Deine magischen Fähigkeiten sind unglaublich. Sieh das? Hihi, es macht mich immer glücklich, wenn andere das bemerken. Oh, hahaha, ich fühle mich gleich viel besser. Ich glaube, ich habe sogar ein wenig Hunger. Freut mich, das zu hören. Bleib an Deck und wenn du dich wieder krank fühlst, schau einfach hinüber zum Horizont, in Ordnung? Naja. Aber gut, dass sie ja was kann, was Magie betrifft, da hat er ja nicht so Unrecht. Ja, absolut richtig, ja. Okay, Iliana und Mordecai. Riss Titania. Void Titania. Oh, das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Wolf und Riss und Alia. Und Shinon wäre Möglichkeit. Er hat sogar mit Marcia. Ah ja, Soth haben wir jetzt auch. Wow. Er ist Level 1. Ja gut, der Rolf auch. Ja, gut, das stimmt. Aber Messer sind jetzt nicht so bekannt, um viel Schaden zu machen. Mal gucken. Blüte. Gibt weniger Erfahrungspunkte, macht erfahrene Einheiten aber stärker. Aha, ich habe das Gefühl, das wird nicht einfach den zu leveln, glaube ich. Nee. Wenn ich das lese. Wohl eher die anderen. Erfahrene Einheiten, ja. Oder bezieht es sich auf ihn? Ich weiß es nicht. Das ist halt so. Irgendwie jetzt auch so undeutlich geschrieben. Gibt weniger. Nee, warte. Macht erfahrene Einheiten aber stärker. Jetzt ist die Frage: Bezieht sich das jetzt auf eine Klasse? Dass die sozusagen eine Stufe höher gehen von der Klasse her? Oder bezieht sich das jetzt einfach auf die Verbündeten? Weil da steht ja erfahrene Einheiten.
Ja, ist die Frage. Also ich hätte jetzt eher gesagt, das bezieht sich dann halt nur auf ihn, wenn er dann halt ein höheres Level hat, aber... Guck das jetzt nach. Ich war auch jetzt schon dabei. Na ja, gut. Also für mich hört es jetzt wie gesagt eher so an, aber naja gut. Was haben wir denn eigentlich noch? Okay, Ike sieht noch in Ordnung aus. Auch. Braum wahrscheinlich nutze ich nicht mehr. Thorin ist okay. Oscar. Oh, ob ich Oscar noch nutze? Aber hier. Mordecai, na, auf jeden Fall noch. Iliana auch noch. Lether. Briss. Titania ist auch noch in Ordnung. Boyd auf jeden Fall. Ah! Okay. Also die Fähigkeit Blüte habe ich erstmal nachgeguckt auf dieser Fire Emblem-Seite. Mhm. Einheit erhält nur 2/3 der Erfahrung, aber erhöht die Chance, dass mehrere Werte bei einem Level absteigen. Okay, das hört sich aber irgendwie gar nicht nach dem Text an, der da steht. Also es ist halt fähig, also es steht halt Blüte, also. Ja gut, dann glaube ich das mal eher, aber trotzdem, was die hier dann hier im Spiel schreiben, irgendwie hört sich jetzt danach irgendwie gar nicht danach an. Nee, absolut nicht. Interessant, dass er auch schon 15 Dings da hat. Mal gucken, ob ich ihn nutze. Auf jeden Fall ist er natürlich besser als Volker, weil er natürlich kein Geld wohl haben will, wenn er eine Truhe öffnet. Mhm. Und ich meine, Geld zu haben, um Waffen zu verstärken, finde ich eigentlich ein bisschen besser, als das für eine Truhe zu nutzen. mal gucken. Auf jeden Fall, du kannst das Meistersiegel auch nochmal in den Vorrat geben. Das werde ich noch nicht benutzen. wie viel Bonuserfahrung habe ich denn eigentlich? 975, ein paar Level könnt ihr, ja, wobei, könnt ihr mir schon mal ein, zwei Mal geben, eigentlich, theoretisch. Mhm. Wen haben wir denn noch, wem ich da auf jeden Fall noch was geben würde? Ich würde sagen, ja, ich glaube, die zwei Tierchen, Mordecai und Leth, sind eigentlich schon so stark. Brauchen kaum, glaube ich, keine Level-Ups. Boyd auch nicht mehr. Ich würde sagen, Nefine kriegt auf jeden Fall mal eins. Aber echt ein cooles System hier. Ich frage mich, warum sie das nicht häufiger so ein System reinbringen. Okay, gab es zwischen bessere, aber okay. Na ja, gut, man muss halt so sehen, ne? Es kam halt nach Path of Radiance, kam halt Radiant Dawn schon. Mhm. Danach kam Shadow Dragons und dann dieses Light. Was ist dieses Light of Shadow eigentlich? Achso, Heroes of Light and Shadow. Das ist, das kam nur in Japan raus und ist sozusagen die Fortsetzung von Mars-Spiel Shadow Dragon. Oh, okay. Lustiges, man hat da sogar schon einen eigenen Charakter gehabt, wie Darain und Corrin. Okay. Ja, komm, okay. Einen nämlich noch. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Das ist der bei Heroes auch neu gekommen ist, dieser Chris. Das ist der sozusagen. Ja, okay. Gab zwar schon besser, aber ist in Ordnung. Ja komm, Sorte, dann bin ich mal gespannt. Gib dir mal ein Level, mal sehen, ob jetzt viele Werte steigen. Okay. Ja, doch. Alles klar. Okay, komm, dann kriegst du sogar noch eins. Bestimmt wird sich jetzt jeder denken, oh Gott, was mache ich da? Was mache ich hier für einen Blödsinn, aber... Ja, ist in Ordnung. Geschwindigkeit ist auch okay. Aber vielleicht ist das echt gar nicht so schlecht, würde ich fast sagen. Ja komm, du kriegst auch noch deine 25. Ich sehe gerade bei dem da jetzt, also bei Solf, dem sein Wachstum von den Prozenten her ist 70% bei Fähigkeit. Ja gut, beeinflusst wie auf der trifft, das ist, ja... Und Stärke, nur 5, und Stärke ist tatsächlich nur 55%. Ja gut, das ist eigentlich noch in Ordnung. Das sind eigentlich gute Werte. Du kannst auch mal wieder ein bisschen Stärke leveln hier. Es ist ein bisschen doof, dass er jetzt das eine Stärke-Level nicht bekommen hat. Aber okay. Ja komm, dann gehst du noch auf Level 9. Und dann reicht es erstmal. Ich glaube zwar nicht, dass ich ihn weiter benutzen werde. Ich glaube, Iliana hat seinen Rang abgelaufen.
Obwohl er natürlich jetzt gerade die zwei Werte, die wichtigsten, bekommen hat, aber... ja komm. Gibt's noch eins für Indiana auf 13. Die Glückszahl. Also die Trivia von dem ist ja auch interessant, ne? Okay, aber nicht spoilern. Da könnten vielleicht Spoiler drin sein. nee, das mach ich auch nicht. Aber seine Trivia ist interessant. Okay. Ja, weißt du, wenn ich schon mal auf dieser Seite bin, dann kann ich mir den Char gleich mal komplett angucken. Aber wen meinst du jetzt? South oder Sorin? South. Ach so, okay. Nee, also hier, Sorin möchte ich mir nicht spoilern lassen. Vielleicht kommt da irgendwas. Ja. Wobei, ich glaube sogar, ja, doch, stimmt. Der ist auch, glaube ich, auf jeden Fall in Radiant Dawn dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, da ist er der sieht ja ein bisschen erwachsener aus. Und ich schätze mal, das wird dann die Radiant Dawn Form sein, vielleicht? Ja, ich glaube auch, die er dann deine Heroes hat. Weil Ike ist ja auch älter in Radiant Dawn. Und in Smash ist er ja auch teilweise mal älter. Nee, gut, da kannst du ja beide sein. Du kannst ja Perfect Radiant oder Radiant Dawn spielen. Ja, das stimmt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen müsste. Also, die Waffen sehen eigentlich noch gut aus. Ich glaube, ich wollte noch. Wo ist denn Marcia? Die wollte ich noch eine normale Lanze geben, weil da habe ich keine mehr. Oder schmiede ich eine Lanze? Weil jetzt gibt es hier keine Eisenlanzen. Was soll denn der Mist? Oh, toll. Dann hat sich das ja schon wieder erledigt. Nice. Ja, gut, ich könnte eine schmieden, aber will ich das? Wie viel Geld habe ich denn noch? Ja, kannst du die Lanze von Dingens machen. Von Ingrid. Ja, oder von Dimitri. Oh, ja, 14.000, das ist eigentlich nicht wenig. Ah. 14.000 ist eigentlich echt ordentlich. Oder mache ich Claude's Bogen? Ja, genau. Wobei eine lustige Referenz hätte es schon, wenn wir sowas machen würden, so mit diesen ganzen. Ne? Ja, wobei, mit welchem Level hast du? Du hast 13. Na gut, sie könnte auch mal, wobei ihr gebe ich sowieso nochmal ein Level ab, auf jeden Fall. Oder warte mal, wir haben ja auch noch einen Waffenschreiber, das weiß ich auch noch. Den könnte ich eigentlich auch theoretisch verwenden, wenn ich es wollte. Haben sogar schon zwei Meistersiegel, cool. Könnte ich auch mal verwenden, wenn sie halt Level 20 erreichen. Schwierig. Ja, ich glaube, Oscar wird bald wahrscheinlich rausfliegen. Ja, das ist aber klar irgendwo. Ja. Oder ich könnte. Ja, wobei. Kannst du eigentlich schon die Dings benutzen? Noch nicht. Aber ich glaube, bald kannst du wahrscheinlich die Meisterlanze benutzen. Dann würde ich mal sagen, dann mache ich mal eine für Marcia. Dann würde es ja eigentlich passen, dass ich ihr dann die Luin-Lanze gebe. Das Problem ist halt an Dingen, an Oscar, also du hast halt von Anfang an eigentlich einen viel besseren Reiter eigentlich. Ja, Titania, das stimmt. Und ich sag mal so, die macht jetzt halt nicht den Eindruck, als dass die wirklich nicht krass ist. Weil dass sie halt krass bleibt, so meine. Nicht so wie andere anfangs. Ne? Ja, das stimmt. Und ich finde, das ist ganz schön günstig hier. Ja, komm, dann können wir auch gleich die 100 machen. Für nicht mal 4.000 so eine krasse Eisenlanze. Finde ich in Ordnung. Boah, man kann sich ja hier sogar auf der Seite, wo ich, also auf dieser Fallungsseite, da wirst du wahrscheinlich auch schon etliche Male drauf gewesen sein. Da kann man sich ja so Kommentare zu Charakteren angucken. Okay. Okay, schaue ich doch vielleicht mal bei Dingen. Ich glaube, die wurde so geschrieben. Mit dem Accent oder wie man das nennt, so wurde die geschrieben. Ich glaube auch, ja. Und die ist natürlich gelb in dem Fall. Obwohl das nicht viel, so viel ändert eigentlich, aber...
oder machen wir sie blau? Ja, komm, okay, über Sauf gibt es anscheinend keine Einträge. Finde ich lustig. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir können dann auch wir können dann ja nochmal in das Kapitel reingehen, würde ich sagen. Jo. Wenn du noch ein Heilmittel kriegst. Ja, dann sind wir soweit ausgerüstet. Und können dann nochmal schauen, was da in dem fremden Ufer auf uns wartet. Und beginnen dann im nächsten Part dann damit. Nasir, was ist? Nichts. Wir können in der momentanen Situation überhaupt nichts tun. Wir werden verfolgt. Von Piraten. Echt? Ich sehe gar keine Schiffe. Nicht vom Meer aus. Aus der Luft. Schau nach oben. Sind das Vögel? Wenn es welche sind, müssen sie riesig sein. Das sind Laguseik. Raben aus Kilvas. Ihre schwarzen Schwingen sind ein schlechtes Omen. Für alle, die sie zu Gesicht bekommen. Titania, Sorin, ihr beide habt sie auch bemerkt? Ja, Sorin und ich haben sie bemerkt, als wir auf dem Heck unsere Pläne besprochen haben. Ich habe vieles über sie gehört, aber sie fliegen tatsächlich. Wahnsinn. Noch sind wir außerhalb ihrer Reichweite. Aber fliegende Gegner können enorme Probleme verursachen. Ich plädiere dafür, ihnen aus dem Weg zu gehen. Wir sollten versuchen, ihnen zu entkommen. Nach dem, was ich gehört habe, sollen die fliegenden Korsaren aus Kilvas und Phenissis grausamer als die anderen Lagus sein. Ihr raten mit Schwingen. Wie soll ich nur gegen sie kämpfen? Was war das? Uff, wir sind gegen irgendwas gestoßen. Verdammt, wir sind auf Grund gelaufen. Wir müssen auf ein Riff oder etwas ähnliches gelaufen sein. Bewegt euch, Leute. Setzt das Schiff wieder frei. Ike, die Rahmen kommen. Ruft alle Männer zusammen. Wir werden wohl kämpfen müssen. War ja so klar. Ja, das stimmt. Das stimmt leider. Oh, ich habe das Gefühl, auf diesem Schiff haben wir nicht gerade viel Platz zum Kämpfen. Und es sieht nicht gerade wenig aus. Ja, Seeker. Ihr Menschen seid so vorhersehbar. Ihr musstet unweigerlich in unsere Falle laufen. Beeilen wir uns. Es wird nicht lange dauern, bis Phenissis oder Goldor sich für das hier interessieren werden. Okay. Sorin, hast du einen Plan? In der Vergangenheit habe ich Forschung betrieben. Alle vom Stamm der Vögel sind schwach gegenüber Windmagie. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie ebenso anfällig für Pfeile sind, wie jede andere fliegende Einheit auch. Windmagie und Bögen. Gut, jeder nimmt sich seine Waffen und bereitet sich darauf vor, dem Feind an Deck einen würdigen Empfang zu bereiten. Ich möchte, dass eine kleine Gruppe unter Deck bleibt und Prinzessin Lynch hier und die Besatzung beschützt. Wir sind bisher nie einem Gegner wie diesem begegnet. Ich will, dass wir alle zusammenbleiben. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Ja, das stimmt. Aber das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Also dann werden Iliana und, Iliana und, Rolf wahrscheinlich viel machen dürfen hier. Oh ja. Die Münze. Bringt bei Verkauf ein Gold ein. Wow. Ah ja, okay. Wozu das dann? Aber ich glaube, die kann ich dann, die musste ich auch klauen. Und ich glaube, das kann ich nicht. Weil dafür die Frage ist, möchte man das? Akustein. Ach, von dir kriege ich die Münze, okay. Wow. Engelsrobe. Die finde ich, die würde ich schon ganz gerne haben. Und ein Wasserjuwel. Halbbinde. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass die eh wahrscheinlich alle auf einen zukommen werden. Also, ja, das glaube ich auch, weil ich mich hier eh nicht bewegen kann. Glaub den Träger beibehalten seiner tierischen Gestalt. In dieser Zeit sind die Fähigkeiten des Trägers leicht reduziert. Mhm. Wasserjuwel. Interessant. Noch eine Münze. Gut, das sind eigentlich gar nicht so viele, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das sind nicht alle, die hier kommen. Ich glaube, da werden noch mehr kommen. Ja, es sind 6. Mal gucken. Aber gut, ich würde sagen, wie das hier weitergeht, das gucken wir dann, dieses Kapitel gucken wir uns den nächsten Part an. Danke euch wieder fürs Zusehen und dir fürs Dabeisein. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr seid gespannt fürs nächste Mal und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.